Stell dir vor, du hast verschiedene Formen, und zwar Sterne, Quadrate und Dreiecke. Die Anzahl für jede dieser Formen ist unterschiedlich groß. Du hast 5 Sterne, 3 Quadrate und 6 Dreiecke. Ich habe sie nicht alle aufgemalt, aber diese Tabelle zeigt dir, wie viele Formen du hast. Wenn du also 5 Sterne, 3 Quadrate und 6 Dreiecke hast, wie viele Formen wären das zusammen? Du denkst dir vielleicht, ich könnte ja diese Zahlen addieren, denn ich möchte die Summe aller Formen wissen. Und weißt du was? Das ist genau richtig. Also, du möchtest 5 plus 3 plus 6 rechnen. Was kommt denn da heraus? Fangen wir doch mal vorne an. Was ist 5 plus 3? 5 Sterne plus 3 Quadrate. Also 5 plus 3 ist gleich 8. Hier hast du also schon 8. Aber 6 müssen noch dazu, also plus 6. Was ergibt 8 und 6? Weißt du das schon auswendig? Falls nicht, könntest du es an den Fingern abzählen. Aber noch viel cooler wäre es, wenn du dir das jetzt für immer merkst. Wenn ich dich heute Nacht aufwecke, dann sagst du mir, oh, 8 plus 6 ist gleich 14. Genau. Das wäre schön. Also, 5 plus 3 plus 6 ist auch gleich 14. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ist eigentlich die Reihenfolge wichtig? Na, versuche es doch mal in einer anderen Reihenfolge. Mal schauen. Ich schreibe noch einmal 5 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 und dann plus 6 auf. Und anstatt 5 plus 3 zu addieren, rechne diesmal zuerst 3 plus 6. Was ergibt 3 plus 6? Das ist gleich 9, richtig. Dann hast du hier 5 plus 9. 5 plus 9. Wenn du das noch nicht auswendig weißt, merk es dir jetzt. Bau dir eine Eselsbrücke. Zum Beispiel 5 Fürsten plus 9 Narren gründen 14 Firmen oder sowas. 5 plus 9 ist gleich 14. Stell dir 5 Murmeln vor, rolle 9 weiteren zu. Wenn du alle zusammenzählst, dann kommt da 14 heraus. Raffiniert ist aber, wenn du das nicht mehr zählen musst, sondern einfach weißt. Du könntest übrigens auch zuerst 5 und 6 addieren. Das macht 11. Dann noch 3 dazu und bingo, wieder 14. Reihenfolge egal, immer wieder 14 Formen. Herzlichen Glückwunsch!